Sind nicht dumm und wenn sie verlieren, weiß keiner warum. Aber wie auch immer, liebe Zuschauer, wir haben eine ganz besondere Situation, nämlich, zeigt vielleicht das komplette Set mal, das ist ja ganz lustig, wir sind nämlich alleine hier, ja. Wir beide können heute reden, bis der Arzt kommt und Sie können mitmachen, weil alle anderen wollen nicht da sein. Na, so schlimm ist es nicht. Der Flieger hat Verspätung, aber wir stellen Sie trotzdem vor, das ist was ganz Besonderes. Also, vom WDR würde hier sitzen und kommt gleich zu uns, Manni Breukmann, herzlich willkommen. Wir begrüßen von Bild Benno Weber, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Ja, Benno, was ist für Schalke noch möglich, Benno? Ja, für Schalke ist natürlich alles möglich. Champions League? Champions League? Unser DSF-Trainer Udo Lattek wird uns auch besuchen. Willkommen! Ja, Udo. War ja noch nicht durch, oder? Ja gut, ich bin jetzt 80 Jahre Trainer, ich muss sagen, ich habe es eigentlich noch nie erlebt, dass man mit so einem Vorsprung nicht Meister wird. Also aus meiner Erfahrung, Rudi, du hast ja etwas weniger Erfahrung da in dem Bereich, muss ich sagen, die Bayern könnten es schaffen. Allerdings, 10 Punkte Vorsprung. Aber wir dürfen natürlich einen nicht vergessen, ich habe eben schon gesagt, er wollte normalerweise durch die Drehtür gehen, zur Strafe muss er dann gleich hier mehr sprechen. Wir begrüßen Rolf Rüssmann, herzlich willkommen. Willkommen! Und mittlerweile begrüßen wir recht herzlich Manni Breukmann. Da ist er doch. Hallo! Und nicht nur er, sondern auch Benno Weber ist da. Hallo! Ja, liebe Doppelpassgäste, meine Lieblingsphrase ist: Die Frikadelle ist rund, Fußball ist auf dem Platz. Ein gutes Bild dauert 7 Minuten. Zur Mitte, zur Titte, zum Sack, zack, zack. Zeit zu halten. Ja, Bild. Ja, das ist aber schön. Mein Anzug ist vorhin sowieso als sehr gehässig. Überhaupt kein Problem, junge Frau. Darf ich keine sagen. In dieser Form darf sie nicht mal ehrlich. In netter Form. Freue mich sehr, der muss so wenig Reinigung. Eben ein schönes Kronbacher. Danke, danke fürs Dasein. Das erleben wir nur beim Doppelpass im deutschen Sportfernsehen.